Moin Moin meine Freunde, gestern war ja mal ein richtig geiler Ligatag. Einfach 19 Stages, Carlos hat sogar 21 oder 22 geschafft. Und in der 19. Stage, wo wir nur 9 Babys hatten, hat er einfach 9 Bomber gehabt, was auch schlecht ist. Aber auch 7 Päcker, war gestern übelster Betrug. Aber sei ihm gegönnt, nächstes Mal haben wir vielleicht mehr Glück. Heute ist gar nicht so ein geiler Tag, es haben alle relativ wenig geschafft. Uluk hat mit am meisten geschafft. Heute ist Uluk wieder im Call dabei, macht heute mal mein Coach und nicht Carlos seinen wie sonst, weil Carlos seine Liga schon gezockt hat. Und wir haben heute einfach ein Creator-Spotlight von Clash Quest offiziell bekommen. Es ist mega nice, das zeige ich euch gleich als erstes und dann gehen wir rein in die Liga. Viel Spaß! Guckt es euch an, einfach ein Creator-Spotlight. Und wir sind der Blessed-Zauber. Ja, moin. Anscheinend sagen die, wir sind das nutzloseste Item in Clash Quest. Überhaupt nicht verdient. Egal, trotzdem mega geil. Freut mich übel. Digga, hat mich übel gefreut. Und das Bild, oh, das ist ein absolut sexy Bild von mir. Richtig gut geworden. Ja. So viel dazu, wir gehen mal in die Liga über. Ja, die Truppen heute eigentlich nice. Eigentlich wirklich nice. Minions sind nice. Babys nice, Bomber nice, Magier nice, Goblins nice, Prinzen nice, sind eigentlich nice Truppen dabei. Gut, Bless und Zeppis sind halt nicht so nice, aber mit Zepps und Minions können wir wieder zaubern. Ich weiß gar nicht, warum heute so wenig geschafft ist, geschafft wurde. Uluk, was sagst du dazu? Ja, das Problem heute ist halt, dass wir es auch gleich sehen, dass die Stages sehr, sehr, sehr komisch aufgebaut sind und absolut schlecht für Bomber. Einfach ganz viele einzelne Gebäude mit Teslern, die in den Ecken stehen und unten sind. Ah, okay, okay. Ja, wir gucken mal kurz, was die anderen geschafft haben hier. Carlos nur 6, Stefan 7, Master 7, Nubot 8. Uluk ist zwar hier noch hinten, aber der hat heute auch 8 geschafft. Cat einfach nur 4. Hey, Digga, was ist mit Cat los? Der hat aber normalerweise immer einen Arsch voll Tokens noch in der Hinterhand. Ich glaube, der wird nochmal spielen. Ja, dann würde ich sagen, rein, wa, Uluk? Hab ich nicht gebraucht. Willst du die nächste Stage schon mal angucken? Noch schöner. Was ist, wenn wir 2 Bomber spielen, uns Frontlines holen und die Minions Frontline? Einen anderen Call hätte ich jetzt nicht. Ja, die Bomber sind perfekt. Also. Ja. Ja. Dann 3 Frontlines. So. Ja, Zeppis haben wir eh noch nicht. Wir müssen so mit Frontlines reingehen, ne? Vielleicht ein Bless auf den Magier, damit er nicht. Ja, ja. Einer reicht, glaube ich. Den Bomber spielen? Da muss noch ein Baby blessen. Ich glaube, der Tesla killt den sonst. Wie macht er denn? 290. Ja. Aber macht Sinn, ne? Waren die Goblins? Ja. Ein Goblin mehr wäre eigentlich noch ganz nice. Aber das wäre zu viel rumgegambelt. Ich glaube, wir müssen so reingehen. Aber das ist eigentlich schon ganz geil. Wo geht der drauf? Ja. Jetzt bräuchten wir jetzt 3 Minions, glaube ich, oder drei wären schon gut. Die erste Stage war bei mir relativ ähnlich, also auch recht viel Kleinkram. Auch Magier, die ich da für einen Minenwerfer hinten noch nutzen. Das ist alles scheiße. Goblins oder Goblin und auf Minion hoffen, oder was? Ja, wir haben relativ viele Minions, also ja, kannst du machen. Das ist schon mal ganz gut, aber 2 reichen nicht. Wenn wir einen dritten haben, dann haben wir gewonnen. Ich würde jetzt den Bomber hier spielen. Lieber erstmal Bücher sparen. Ja. Ja, perfekt. Alles klar. Ich glaube, wir müssen jetzt gleich mal ein bisschen retreaten, dass wir irgendwie noch an Babys kommen. Minion Refill. Ich würde jetzt den Bomber spielen. Zum Tesla triggern. Wenn wir Glück haben, bekommen wir noch ein Baby. Leider nicht. Aber wir könnten jetzt den einen Tesla rechts zappen. Dann mit den Minions reingehen, mit den Babys reingehen und dann hoffen, dass wir entweder Minions oder Magierbombe kriegen. Ein Tesla-Zap auf jeden Fall. Und Luftabwehr eventuell Zap, ne? Wird halt sonst ein Minion sterben. Ja, ist scheiße. Außerdem ist die Luftabwehr so auch tot. Ich denke, wir müssen die Magier so oder so spielen. Nächstes Stage wäre halt Magier ganz okay. Oder wir retreaten und versuchen, anstelle der Babys da Minions zu bekommen. Das können wir probieren. Einer? Einer reicht nicht. Ja. Das ist fett. Und den Bomber einmal blessen. Jo. Ich würde den Bomber raushauen.
Bitte kein Minion, oder? Brauchen wir noch einen Minion? Ne, passt perfekt. Ist nice. Und ich muss eben kurz auf Toilette, Digga. Da bin ich wieder. Ah, so, wir nehmen Babys, ne? Ja. Ding ist halt. Ja, okay, und wir bekommen noch Bücher, das ist gut. Ja, ja, da müssen wir zumindest zur Not einen Retreat oder so reinhauen. Ja. Oh! Frontlines! Ja, Frontlines mehr. Im Magier Frontline. Ja, ja. Ja, da ist die Runde quasi. Yo. Den Rest kriegen wir so hin irgendwie. Ja. Oh, der Clash Quest gezaunt ist, wenn das iPad einmal aus ist, voll laut. Ja. Wenn du was anderes spielst, ist der Tesla wieder unten. Ja, ja. So. Außerdem können wir nächste Stage auch mit den drei Minions starten. Gut, wir müssen nochmal Minions nehmen. Das ist, glaube ich, ganz gut so. Sepp, ich glaube, wenn wir die Minions zusammen haben, könnte das schon gut was sein. Also Magier retreaten. Oder Frontline. Ah, lieber retreaten. Wir brauchen, glaube ich, ein paar mehr. Ja, perfekt. Ein Frontline. Wenn wir vorher den Bomber hier spielen würden, dann könnte das reichen. Oder wir retreaten noch einmal, aber das wird zu viel. Wir klären das auch so danach. Ja, wir können auch noch. Goblins wären geil. Und hoffentlich eine große Baby-Combo für die. Ja, 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 haben wir. Ja, dann würde ich sagen, blessen wir den Baby. Dann sind die Blesses auch weg. Und dann spielen wir jetzt einen Bomber. Oder wir spielen einen Goblin und gucken, ob die zwei Minions vielleicht ausreichen. Ja. Achso, haben wir ja dann gar nicht mehr. Ich hätte einen anderen Goblin spielen müssen, lol. Ja, ich spiele jetzt Bomber einfach. Wir haben eh kaum Bomber. Wo brauchst du noch die Babys in der nächsten Stage? Ja, wir müssen eh den einen Frontline. Und einen Goblin müssen wir dann spielen. Fast überlegen, das Minion in der dritten Lane. Ja, ich Frontline jetzt erst? Ah, ne, muss ich ja vielleicht nicht. Ja, dann machen wir... Erreicht nicht ein Minion. Aber es stirbt auch nichts. Ja. Du kannst mit einem Goblin gehen. Einen Goblin müssen wir jetzt reingehen zum Tesla triggern. Sollen wir Prinzen probieren? Wie viele Magier haben wir gerade auf dem Feld? 3 Stück. Und einen noch hinten. Wären 4. Dann könnten wir die Magier jetzt als erstes spielen zum Tesla triggern. Dann müssen wir uns halt von denen verabschieden. Macht Sinn, glaube ich. Dann würde ich die jetzt spielen zum Tesla triggern. Dann kriegen wir vielleicht noch Babys mehr. Ja. Ja, ein Baby mehr, den müssten wir frontline. Macht aber Sinn. Ja, auf jeden Fall. Bei mir wäre ich sogar mit den Magiern gegangen. Okay, das ist gut. Der eine Tesla ist leider weg, aber den können wir auch gleich noch. Das ist jetzt alles eigentlich ein relatives One-Hit. Keine Luftabwehren mehr. Dann gehen wir wieder auf Babys. Definitiv. Babys, da brauchen wir mehr von. Dann brauchen wir jetzt nur Retreat-Bücher im Prinzip. Ne, 2 Frontlines reichen. So, nochmal 6 Babys. Dann machen wir jetzt einen Bomber. Die muss. Ja, ich muss 2-mal Frontline jetzt. Bisschen selbst wäre gut. Hauptsache, es stirbt kein Baby. Wenn die Minions sterben, okay. Ah, nicht schön, aber okay. Ja. Ein Prinzen Frontline, ein Gob. Ja, jetzt müssen wir so oder so Frontline und. Irgendeine Einheit dann zum Triggern. Ja, dann spielen wir den Goblin zum Triggern. Es tut ein bisschen weh jetzt. Wir müssen sogar noch einen Prinz mehr reinholen. Ärgerlich, Alter. So, ein Minion mehr könnte reichen, glaube ich. Musst du ja so oder so zusammen machen. Ja, ein Frontline-Baby. Wir müssen, glaube ich, zuerst den Goblin spielen, dann den Prinzen. Es stirbt zwar noch ein weiterer Baby, aber das müssen wir, glaube ich, in Kauf nehmen. Ja, okay, ich vertraue dir. Wir müssen den scheiß linken Prinz spielen, weil nur Goblin und ein Prinz reicht nicht. Alter, die Lane hat uns, die Stage hier hat uns Truppen gekostet. Das ist ja eine wahre Wonne. Ja, ein Goblin und dann klären die Minions das. Dann gehen wir zuerst rein, nächste Stage mit dem Magier. Oder wir bekommen Baby refillen können. Oh, Digga. Das tat weh. Bitte Baby Refill. Minions auch okay. Ja, erst den Magier.
Dann Babys, dann Minions. Wir nehmen Babys für nächste Stage. Wir nehmen Zeps. Vor allem jetzt müssen wir erst noch eine andere Truppe rausspielen, Digga. Ah. Wenn Babys bekommen, dann hättest du es easy geklärt. Oh, das tut weh. Aua. Ach, nicht noch blind. Aua. Könnt ihr nicht nächste Stage schon angreifen? Reichen Goblins nach Babys? Es sind auch Goldlager. Das müsste reichen. Ich nehme die Goblins. Okay, wir bekommen noch mehr. Das sollte reichen. Ja, easy mit Zeps dabei. Also sollen wir erst spielen und dann zappen? Ach, Digga, nee. 900er. Der Mortar macht Sinn. Zap auf den Mortar und zu spät. Ist geklärt. So. Ist die Frage, clearen Babys irgendwas? Magier klärt halt auch nix, ne? Ja, Magier sind halt vorne stuck auf dem Minenwerfer. Ja, ist doch gut. Ist noch eine Menge clear. Wir können uns noch ein Retreat-Buch holen und von der linken Lane noch eins rüberholen. Dann haben wir noch ein Gebäude mehr. Ja, das mache ich auch. Dann wird Tesla da. Ja, GG. War doch gut. Oh, 8 Stages mit am besten heute. Ja, ist okay. Dritter nur, Digga. Stefan genauso viel. Ja, Carlos ist gut in Führung diese Woche wegen gestern, Alter. Aber ist okay, GG. Ich hätte mehr erwartet für die Truppen. Ja, die Stages aber waren... Ja, die Stages waren... Wir haben in der einen Stage auch viel zu viele Truppen verbraucht. Ja, ich weiß aber nicht, ob wir es anders hätten besser lösen können. Wir hätten uns noch den einen Sepp sparen können, das hätte uns aber auch nichts gebracht. Ich habe auch nur... Also ich hätte 9 geschafft, locker. Aber Minion-Items hat Level 3. Deswegen ja, Gebäude noch. Und bei uns war der Minion-Overkill scheiße, ne? Ja, ja. Der tat weh. Hätten wir die Minions am Ende gehabt, hätten wir es vielleicht geschafft. Ja, kann sein. Ja, weiß man aber nie. Naja, alles klar, ich bin da raus, ne? Ja, meine Freunde, war doch eine nette Runde. Ganz ehrlich, die Stages waren auch echt mies für die Truppen. So geile Truppen und trotzdem nur 8, Digga. Aber manchmal macht man nichts. Der Minion-Overkill war ein bisschen mies. Carlos ist 4 in Führung. Ich glaube nicht, dass wir da noch dran kommen. Aber egal, Top 3 bisher. Zweiten Platz werden wir uns wahrscheinlich noch holen. Wir sehen uns morgen, haut rein, bye bye, euer Psy.